Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir spielen heute ein neues Spiel und zwar mal wieder eine Top 3. Die Kategorie lautet heute die Typen der Vorbereitung. So nämlich. Teilnehmer dieses heutigen Spiels, das bin ich, Tom Vedder, und das ist der da drüben, Moritz Liss, und unser Chat natürlich, die auch vielleicht Bock haben mitzuspielen und gerne einfach was reinschreiben dürfen. Ich Wir würde müssen aber sagen. leider unterbrechen, weil gerade jemand im Livestream Ah! mit Kanalpunkten Prost eingelöst hat. Und deshalb müssen wir jetzt leider kurz trinken. Bebel 17, das ist einfach ein geiler Name. Bebber 17 ist brutal. Grüße Danke, gehen raus an Bebber cheers. 17. Cheers. Okay. So, Tom, wie machen wir es? Jeder mit Platz 3, oder? Ich glaube, ja, das Spiel ist den meisten klar. Moritz, du darfst beginnen. Okay. Also, ich fange an. Der kam gerade so halb schon im Chat auch. Ich nenne ihn den Typ 3, ist das Laufwunder. Ja. Das ist derjenige, der schon Wochen bzw. Tage bevor das erste Training stattfindet, sich Läufe zurechtgelegt hat und dann mit optimaler Grundausdauer ins Training zu starten und dann einfach schon immer einen Vorteil zu haben, weil er einfach Luft für mehr Richtig. hat, als gerade der Stand der Dinge ist in der Mannschaft. Ich glaube, ich genau, ich spiele mit offenen Karten, wenn ich sage, dass ich nie diesen Typs angehört habe. Tom, wie sieht's bei dir aus? Diesen Typ bin ich auch, habe ich auch noch nie ange, da habe ich auch noch nie dazugehört. Also bin weit davon auf jeden Fall weg. Kein Fortschritt durch Konditionen. Die allgemeine Spielfitness, die sitzt bei mir sowieso nie mit dem ersten oder zweiten Spieltag ein. Die ist immer noch bei 5 oder 6 oder 7. Da bin ich irgendwann, denke ich, ja, okay, gut, jetzt reicht es für wirklich 90 gute Minuten. Also ich weiß nicht, die Vorbereitung in unseren Kreisen hat mich da jetzt noch nie so geisteskrank gepusht, muss ich ehrlich sagen. Mit deinem Typ 3 können auf jeden Fall viele relaten, den kennt man, der ist bekannt. So, Tom, was ist deine Top 3? Mein Platz 3, ich beginne, das ist eine ähnliche Richtung, in die mein Typ 3 schlägt, aber ich nenne ihn nicht das Laufen, ich nenne ihn den Streber. Weil der Streber hat nämlich sorgfältig mit dem Trainer schon 4, 5, 6 Wochen vor der Vorbereitung geschrieben, hat schon die Termine abgecheckt, der weiß, wann das erste Spiel ist, der weiß, wann Pokal ist. Der Streber verpasst keine einzige Einheit, keine einzige. Hat immer alles dabei, immer Laufschuhe, immer Kunststraßenschuhe, immer Kickschuhe, immer Hallenschuhe, der ist auf alles vorbereitet, weil für ihn ist es Vorbereitung, für ihn ist es wichtig und der hat Bock, zum ersten Spiel fit zu sein. Sein Urlaub so verschoben oder sogar abgesagt vielleicht, weil Vorbereitung einfach wichtiger ist. Hat auch sehr, sehr gute Laufzeiten, immer die meisten Kilometer, wenn es irgendwelche Laufchallenges gibt. Also der ist, ja, ist der Streber, der klassische Streber. Nicht ein außergewöhnlich guter oder wichtiger Spieler oder beliebter Spieler, sage ich jetzt mal so. Aber beim Trainer hat er auf jeden Fall seinen Trumpf. Verständlicherweise, weil er natürlich immer das erfüllt, was der Trainer erwartet. So nicht. Sehr gut, finde ich einen guten Punkt. Ich bin gespannt auf deine Punkte 2 und 1. Ich auch. Sind auch zwei witzige Punkte. So, ich komme zu meinem Punkt 2. Ob da geht es im Chat schon ab, wer da hier welche Rolle übernimmt. Mein Punkt 2 ist, wie nenne ich den? Ich nenne den Typ Kiste Bier nach jedem Training. Oh ja. Den gibt es definitiv. Also, wobei, das habe ich jetzt auch gar nicht so oft erlebt, aber ich habe es erlebt, dass Trainer gesagt haben, in der Vorbereitung gibt es nach dem Training kein Bier. Ich habe Weiß nicht, schon ob das, häufig gehört. ja, also Erlebt habe ich es auch noch finde nicht. ich tatsächlich auch, jetzt mal keinen schlechten Ansatz, aber es gibt immer diesen einen Typ, der dann halt einfach darauf beharrt, dass man dann auch, gerade wenn man sich eine Vorbereitung ja auch so oft sieht, dann immer ins Sportheim geht. Und das Problem, wie überall ist, montags ist Training in der Vorbereitung und montags hat Sportheim Ruhetag. So. Was machen wir da? Aber die Leute sind sowieso montags immer platt. Also montags und dienstags wollen die wenigsten immer Bier trinken nach dem Training, weil da sind sie immer noch am Arsch vom Wochenende. Das Problem ist, dass gerade auch in der Vorbereitung dann immer die Saison ist, wo dann halt auch ganz viele Feste sind. Ja, Also genau. die Festzeltsaison überschneidet sich extrem viel mit der Vorbereitungszeit. Ja. Den Typ, den hatte ich tatsächlich auch in der Vorüberlegung. Der Stadtfest-Typ. Irgendwie Der sowas. Stadtfest-Typ. Okay, aber dann nimm uns doch jetzt mal mit und sag uns dein Platz 2 der Typen in der Vorbereitung. Mein Platz 2 der Typen der Vorbereitung, das ist jetzt ein bisschen außergewöhnlich. Ich weiß nicht, ob ihr damit gerechnet hättet. Der heißt bei mir der Alte. Der Alte ist deutlich über 30, spielt locker schon 10 Jahre aktive in dieser Mannschaft
Und der Alte ist in jeder Vorbereitung da und fragt sich, warum er die Scheiße eigentlich noch mitmacht. Die ganze Zeit nur am Meckern, weil es ihm viel zu warm ist. Weil er keinen Bock hat, sich zu bewegen und nochmal Konditionen draufzulegen und so. Und ihm sowieso der ganze Organisationsaufwand schon wieder viel zu viel ist. Viel zu viele Termine. Er sieht schon wieder die ganze Saison vor sich. Es tut ihm alles weh nach jedem Training, nach jedem Lauf- und Krafttraining. Ja, und es ist einfach too much für ihn. Und das ist sicherlich seine letzte Saison. Seit 8 Jahren die Seit letzte 8 Jahren. Saison. Ja, genau, komm du in mein Komm du Alter. in mein Alter. Ja, Und ist so. als ich so alt war wie du, habe ich schon 3 Jahre Balldienst gemacht oder sowas. Genau. Und sich aber jeder Spielform heißt dann immer jung gegen alt. Ja, Immer genau, altes jung gegen Prinzip. alt. Alt ist immer besser, alt bestimmt immer, wo aus ist, welches Tor zählt und welches nicht zählt, was faul war und was kein Foul war. Das ist der Alte. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr guter Punkt. Okay. Also, ich komme zu meinem Punkt 1 der Typen in der Vorbereitung. Und das ist der Klassiker. Den gibt's, also 100% gibt es den in jeder Mannschaft. Das Mein ist der auch. Spieler, der beim Training, in der Vorbereitung genau einmal kommt und dann nie wieder. Ja. Diesen Typ, den sieht man vor allem in niederklassigen Mannschaften, der Ja. dann die sogenannte Karteileiche, Ja, genau. der dann pünktlich dann sollte die Mannschaft einen Aufstieg packen, dann, wenn es T-Shirts gibt, wieder dasteht. Aber sonst bei einem kalten Februartraining eher wenig zu sehen ist und eigentlich auch schon ab Woche 2 eine Vorbereitung nicht mehr da ist. Frische Kickschuhe, gut geputzt, frisch frisierte Haare, Training 1, da ist man am Start, macht große Ja. Welle im Eckle, aber spätestens, wenn es dann in die erste Laufeinheit geht bei Training 1, wird es dünn und dann danach sieht man ihn nie wieder. Erstmal noch Ausrüstung bestellt, Trikotnummer reserviert und dann aber dann weniger da gewesen. Wird es ganz schnell dünn. Nur wird es ganz schnell hin. Dann kommt lang nichts. Und es kann sogar sein, dass nie mehr was kommt. Guter Punkt. Guter Punkt, So, Moritz. Vetter, jetzt bin ich gespannt. Mein Finale. Ich dachte zuerst, du hast das gleiche wie ich. Ui, Weil ah, es mein geht Punkt wahrscheinlich in die 1. gleiche Richtung. Ich dachte nur, weil du gesagt hast, ist einmal in der Vorbereitung da. Mein Punkt 1 heißt der Star. Der Star trainiert nicht in der Vorbereitung. Der Star macht kein Vorbereitungsspiel, schon gar nicht im Winter, aber auf gar keinen Fall. Aber der Star, pünktlich zum ersten Saisonspiel, steht er da, top ausgerüstet, kriegt natürlich sicherlich auch sein Geld für den Verein. Steht beim ersten Saisonspiel da, darf dann auch anfangen, also spielt Startelf. Und ist sofort wieder der Alte, also sofort wieder der in der vergangenen Saison auch war. Viel Selbstvertrauen, Fresse offen, macht vor allem Tore, ist ein Leistungsträger und ist dann von da an nicht mehr wegzudenken. Aus der Mannschaft aber Vorbereitung, machen wir eher nicht. Und das ist für mich ein häufiger Typ. Ich finde, den gibt es öfters. Gibt es den bei uns in der Mannschaft? Ich überlege jetzt gerade bei uns. Also ohne Namen zu nennen, logischerweise. Nee, Gibt es den bei uns? nee. Nee, ich glaube, bei uns gibt es den nicht, oder? Da gibt es nicht, also es gibt auch Typen, die in der Vorbereitung kaum da sind, aber die spielen dann halt nicht am ersten Spieltag. Aber es gibt schon diese klassischen Typen, wenn du so rum überlegst, ach, der, na, Vorbereitung macht der nicht, aber der spielt nachher und der ist gut. Weil er halt vom Talent einfach wahrscheinlich auch viel zu gut ist für diese Liga, in der er sich befindet. Und wenn er richtig trainieren würde, dann würde er mindestens 2, 3 Ligen weiter oben spielen. Aber so. Dazu fallen mir gerade einige ein, Also. plötzlich. Oh, da habe ich sogar, oh, da habe ich sehr präsent einen. Ja, gibt's, gehe ich mit, gehe ich Ich mit. finde, der Star ist ein verdienter Platz 1. Hanno, hat auch recht. Typ 3, derjenige, der nach 5 Minuten Spielzeit direkt beim Schiri fragt, wie lange noch gespielt wird. Konditionsbremse. Guter Punkt. Ist auch ein astraner Typ, den es auf jeden Fall gibt. Das waren unsere Top 3 jeweils Typen der Vorbereitung. Ich hoffe, euch hat die Zusammenstellung gefallen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann schaut mal Tom wo. Vermutlich, warte, ich muss mich jetzt nicht, dass es spiegelt. Guck da, Hier da oder gibt es hier oder mehr. da. Da gibt es mehr Videos. Und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video oder bei einem dieser Livestreams, weil das Ganze machen wir hier gerade live bei Twitch. Regelmäßig bei twitch.tv/matchreport. Tschüss! Ciao.